Tausende haben ohne Liebe gelebt, nicht einer ohne Wasser. So, Plantagen können wir jetzt genau rechtzeitig setzen. Wir sind genau auf dem Feld gelandet und oh, kriegen sogar einen Glauben mehr. Ich glaube, den gab es vorher auch schon dafür. Ja, kann alles so bleiben. Und wir haben jetzt aber unsere Annehmlichkeitenprobleme. Dachte ich zumindest. Ist das doch ein Luxusgut. Wir haben eine Plantage drauf. Das ist bestimmt noch nicht aktualisiert. Ne? Das wird es eher sein. Das sollten jetzt eigentlich alle zufrieden sein. So, ich wollte Stadtmauern unbedingt bauen. Ja, das müssen wir dann auch noch einstellen. Falls wir uns doch... Fühle ich mich einfach ein bisschen sicherer hier in unseren Heimatstädten. In zwei Runden ist auch die Galeere fertig. Handelswege, ja, wir müssten ein Handelszentrum auch irgendwie hinsetzen. Die würden ja unser Spezialgebäude, hätten wir dann dadurch, aber wir brauchen noch viele Häfen. Vielleicht in der Stadt, die nicht an der Küste ist nachher. Und Handelszentrum hier hin, möglichst an Fluss. Können wir uns noch überlegen. Okay, dann Daumen drücken, dass uns nicht der Krieg erklärt wird. In zwei Runden kommt der große Prophet und dann passt auch. Können wir die Karte wechseln. Der Handwerker ist auch fertig hier. Hat nur noch eine Aktion. Na dann, erkunde du doch hier weiter. So, jetzt nochmal den Stadtstatus. Wir sind tatsächlich immer noch unzufrieden. In Breslau, wo wir jetzt hier die Ressource angeschlossen haben. Das verwundert mich doch. Haben wir schon so viel Bevölkerung, dass es nicht mehr ausreicht? Wahrscheinlich ja. Ja, okay, dann Liang, da könnten wir jetzt Handwerker bauen. Die hätten jetzt eine Ladung mehr. Für die zwei Ressourcen hier. Der Ägypter kommt zurück, aber ist alleine. Der muss dann hier wahrscheinlich irgendwo sein, nehme ich mal ganz stark an. Ja, der Johann mag uns auch nicht so sehr. Noch mal eine Runde weiter und wir kriegen zwei Zeitalterpunkte, weil wir die erste Galeere gebaut haben. Jede Nation lebt vom Tausch. Ja, jetzt könnten wir noch mehr Sachen hier schneller bauen. Wir könnten die Karte hier reinnehmen. So, jetzt müssen wir erstmal genau überlegen hier. Wir haben jetzt ja 60 von 60 Punkten. Wir können den großen Propheten Zarathustra rekrutieren. Machen wir. So, und wir haben auch noch keine heilige Stätte. Deswegen, wir wollten jetzt Folgendes machen. Erstmal die nächste Ausrichtung wählen. Militärtradition. Nur für zwei Runden werden wir jetzt Folgendes machen. Die Karte kommt raus und wir nehmen den Landkauf mit rein. Und die Karte kam raus und jetzt können wir uns irgendwas überlegen, was wir für zwei Runden vielleicht haben wollen. Von den Militärkarten könnten wir die hier reinnehmen. Und zwar noch eine Galeere bauen, eine zweite Galeere. Und dann schneller. Die können wir auch länger dann drin lassen und später nehmen wir hier vielleicht den Produktionspunkt wieder rein. Ja, so machen wir das. So, dann stellen wir hier auf alle Fälle noch eine Galeere ein, weil die schneller geht. Mit der Karte nur 5 Runden. Bringt dann auch ein Heureka 2 Galeeren. 2 Galeeren geben Heureka für, ich glaube, dass für den Schiffsbau irgendwie das Landeinheiten dann auch wassern könnten. Das wäre für uns ganz wichtig, wenn wir noch expandieren wollen. So, das Schiffchen kann ja erstmal losziehen, sich ein bisschen umschauen, was es denn hier noch so gibt. Die große Persönlichkeit, der Zarathustra, der soll ja dann mal hier hin. So, jetzt kaufen wir dieses Geländefeld für ein bisschen weniger Geld. Nehmen den Siedler wieder raus aus der Bauschlange und bauen jetzt die heilige Stätte hier an das Gelände dreier Nachbarschaftsbonus. Ja. Super. Ist jetzt in 15 Runden fertig. Der vierte Bürger da ist, dann auch vielleicht ein bisschen schneller. So war der Plan, den wir uns lange, lange ausgeklügelt haben. Wir können jetzt auch einen Händler bauen. Oh, ein Bonuszopf. Das kann der Handwerker tatsächlich dann auch holen. Hier holen wir uns jetzt noch die Miete.
zwei Zeitalterpunkte und nochmal eins, weil wir den großen Propheten haben. Wir haben 30 Runden Zeit, wir haben erst 15 Punkte, aber die Heilige Stätte bringt ordentlich Nachbarschaftsbonus. Vielleicht reicht 3 aus für ein paar Zeitalterpunkte. Händler, ja, wäre auch alles toll. Wir bauen jetzt erstmal die Galeere, zumindest an. Speichern noch einmal hier. Ja, wir sind noch unzufrieden, aber nicht mehr lange. Oh, und er hat 2 Färbemittel. Wir haben 2 Färbemittel. Warum haben wir denn 2? Nee, das sind wir ja gar nicht. Wir sind ja Hedwig. Ich habe mich kurz erschrocken. Ja, jetzt hätten wir es auch erhandeln können. Okay. Pferde. Ja, die haben schon... Er hat schon einmal Pferdchen... Nee, er hat sich schon einmal was mit unseren 20 Pferdchen gegönnt. Vielleicht hat er die weiterverhandelt hier. So sieht das nämlich ein bisschen aus. Ist ja schade. Na gut, eine Runde weiter. Militärtradition. Genau, weil wir Geländefelder kaufen können, wollen wir denn noch eins kaufen? Können wir uns gleich nochmal überlegen. Das hier vielleicht mit der 3 Kultur. Nee, das wäre der 4. Ring. Das ist zu weit weg. Ja, hier wollen wir einmal dahin. Edemenanki ist abgeschlossen. Das große Bad hätten wir immer noch bauen können. Könnten wir immer noch bauen. Hier fehlt uns der Wohnraum. Ja, ich weiß. Müssen wir hier unten gleich noch was anschließen. Aber jetzt gehen wir erstmal die Mine anschließen. Die Annehmlichkeiten. Und hier geht's weiter. Krakau benötigt mehr Wohnraum. Ja, wir wissen es. Wir wissen es. Trotzdem bauen wir jetzt erstmal hier die Mine hin. Oh, und hier ist ein grüner Smiley. Das gefällt mir. Dem wir noch ein bisschen Angst haben. Es ist vollbracht. Eine Partnerschaft zwischen dem schwarzen Land von Horus und Euro. Puh, das ist ja nochmal gut gegangen. Vor dem hatte ich sehr großen Schiss, dass der uns hier angreift. Hui, gut. Alles gut gegangen, eine Runde weiter. Große Persönlichkeiten, ja. Jetzt sammeln die anderen aber auch mächtig schnell auf einmal hier. Die Schotten und Ägypter wollen auch eine Religion gründen. Die sind dann in unserer Nähe. Also wir werden massig Glauben produzieren hier. Ich will hier gerne auch alle Städte noch bauen. Aber sollte gehen, da oben, ja. Hier kriegen wir vielleicht eine Reliquie, die bringt bei uns große Vorteile. Das würde ich mir wünschen gleich. Ja, auch noch eine Delegation. Sehr gerne nehmen wir. Tapferkeit ist es, wenn du der Einzige bist, der weiß, dass du Angst hast. Gut, was machen wir als erstes? Wir ziehen erstmal hier in das Bonusdorf, Stammesdorf. Guck mal, was bekommen wir? Inspiration für die Militärausbildung. Oh, das ist jetzt hier hinten. Baut ein Lager. Das wird uns ja auch Vorteile bringen. Naja, ist mächtig, immerhin. Ich weiß nicht, ob wir bis dahin schon ein Lager gebaut hätten. 30 Produktion für Lager- und Hafenbezirke. Die Karte brauchen wir auf alle Fälle. Gut, dann einmal hier die Mine. Jetzt haben wir den Boost. Und jetzt sind wir auch zufrieden. Sehr schön. Und jetzt wählen wir noch eine Ausrichtung aus. Nämlich, ja, hier würde ich so gerne hin. Mehr Einheiten, Handwerker schneller bauen. Wäre auch cool. Dann nehmen wir die 4 Runden nochmal schnell mit. Dann können wir da noch eine zweite Galeere bauen. So lassen wir das. Die Karte kann wieder raus. Dann bauen wir noch schnell eine zweite Galeere. Wenigstens noch eine zweite. Nehmen noch die Produktion rein. Das hilft uns in beiden Städten auch noch ein kleines bisschen. 3 Runden die Galeere, genau. Und 10 Runden jetzt die Heilige Stätte. Der große Prophet ist schon bereit. Dann lassen ihn mal dort stehen und ziehen. Mit der Galeere, ja, ich würde so schnell wie möglich den nächsten Stadtstaat kennenlernen. Aber wir können auch mit der nächsten Galeere dann da hochziehen. Gucken wir uns mal einmal hier noch um. Hier werden wir, glaube ich, nicht viel entdecken. Hier ist Landmasse, okay. Das ist tatsächlich alles eine Insel hier. Interessant. So, und... Ausrichtungsbonus haben wir gesehen. Steinmetzkunst für die Stadtmauern. Ja, die wollten wir auch noch bauen. Jetzt
droht er erstmal nicht so weit von den Gegnern hier, außer der Portugiese. Da hat er auch nur eine Kampfstärke von 441, um Himmels Willen. Und da kommt schon seine Galeere wieder an. Ja, also wir sollten nur trotzdem Stadtmauern bauen. Denkmale niederrennt, im Aufruhrsturm die stärksten Mauern beben. Okay. So, und jetzt wollen wir das Eisen schon aufdecken? Eigentlich nicht. Ich würde gerne Häfen dann als nächstes bauen. Vielleicht auch unseren Schleuderschützen aufwerten. Dann wäre der auch ein bisschen stärker. Gut, wenn der Portugiese jetzt den mobsten möchte, dann muss er es tun. Aber wir könnten zumindest eine Ressource hier schon mal nehmen. Ich ziehe mal mit dem zurück. So, einmal hier noch einmal reinschauen, soweit es geht. Ist hier vielleicht noch der dritte Stadtstaat? Nee. Gut, dann noch mal eine Runde weiter. Religion? Ja, dann wird nichts im Wege liegen. Wir werden nicht die erste Zivilisation sein, die eine Religion gründet, weil die zwei, Ägypten und Schottland, werden das auch schaffen. Die anderen beiden anscheinend nicht. Das sind keine Punkte. In 9 Runden können wir, glaube ich, die Religion gründen. So, jetzt geht die blöde Einheit da genau rauf. Das ist schade. Gehen hier ein bisschen zurück und können erstmal nichts weiter machen. Ne? Können wir mal gucken. Stadtstatus und hier Pferdchen. Ja, die haben jetzt sich gegenseitig irgendwie getauscht. Wir kriegen auch keine weiteren Annehmlichkeiten getauscht. Wie arbeiten denn diese 5 Bürger hier? Könnten hier ein bisschen mehr Produktion und mehr Gold haben statt mehr Nahrung. Sollten wir auch machen. So machen wir das. Und nochmal eine Runde weiter. Schiffsbau hat eine große Fortschritt gemacht. Genau, weil wir 2 Galeeren haben. Wir kriegen auch einen Zeitalterpunkt für jedes Heureka, was wir auslösen. Da ist der Schiffsbau. Da können dann alle Landeinheiten wassern. Allerdings, also wir haben in der Nähe nicht so viel Platz überhaupt zu siedeln. Wir könnten natürlich hier noch irgendwo eine Stadt hinbauen. Hier oben dann. Möglicherweise hätten wir alle Felder hier noch drumherum. Müssten allerdings ein bisschen Loyalitätsdruck hier erdulden. Da könnte man eine Stadt hinbauen. Hier drüben aber auch noch. Hier so in die Wüste noch rein, aber gut. Ein paar Geländefelder, sehr produktionsreich. Bernstein noch dazu bekommen. Dann hätten wir hier noch eine Stadt. Tja, nur hier und oder hier hin. Wenn die Felder noch ein bisschen weiter weg. Aber vielleicht hier noch mal eine Stadt hin. Große, große Expansionspläne, dass wir hier noch ein paar mehr Städte wirklich auch bekommen. Ja, und hier unten hatten wir uns ja auch die eine überlegt. Wäre mir fast wichtiger, hier wirklich abzusichern. Gut, aber Gott sei Dank mögen die uns ja alle. Wollen wir mal schnell den Händler jetzt dazwischen schieben oder noch einen Handwerker? Wäre natürlich auch gut. Händler oder Handwerker? Könnten gleich die Handwerkerkarte reinnehmen. Die nächste Forschung wäre dann ein bisschen länger, 15 Runden. Siedlerkarte wäre dann eigentlich auch sinnvoll. Tja, aber den Siedler haben wir jetzt schon hier angebaut. In beiden Städten dann Siedler, aber ein Handwerker für die Ressourcen, der wäre auch nicht schlecht für die nächste Forschung, für die Häfen. Boah, wie man es macht. Das ist alles verkehrt. Stadtmauern würde ich jetzt tatsächlich nochmal kurz verzichten. Händler würden wir natürlich auch profitieren. Kriegen auch nochmal einen Boost. Ich baue erstmal den Händler. So, Handwerker sollte zurückgehen, genau. Und die nächste Galeere ist da. Gut, also hier ist auch abgeschlossene Meereng. Da kann jetzt gar nicht so viel passieren auf der Seite.
Müssen wir hier rüberschauen. Wollen ja vielleicht auch den Boost haben, dass das hier ein bisschen schneller geht als 15 Runden. Wir müssen noch ein Stadt stattfinden. Ein Stadtstaat wäre noch toll. Wir könnten noch einen Handwerker gleich kaufen. Ja, 7 Runden hier noch. In einer Runde ist aber der nächste Bürger da. Wir könnten ja echt noch ein bisschen auch modernisieren. Also, ja. Puh, keine Ahnung, wie wir es machen. Eine Runde weiter. Was zuerst? Wir brauchen alles am besten. Ohne Handwerk ist Inspiration nichts als bloßes Schilf im Wind. So, wir wollen unbedingt hier zur politischen Philosophie. Den Boost würden wir bekommen, wenn wir jetzt noch einen weiteren Stadtstaat kennenlernen. Dann fahren wir mit ihm mal hier hoch und mit ihm hier nach rechts. Und versuchen möglichst schnell noch einen Stadtstaat aufzudecken. So, hier haben wir jetzt auch, nee, noch keine Wohnraumprobleme. Ja, 2 und 1. Gut, machen, lassen wir so. Den würde ich hier gerne mal das erste Fischerboot anschließen lassen. Und Politikkarten, ja, genau. Also die Karte kommt raus. Die Karte könnten wir auch rausnehmen. Wir könnten jetzt die Siedlerkarte reinnehmen. Oder die Handwerkerkarte. Könnten wir große Wissenschaftlerpunkte oder große Generalpunkte generieren. Das brauchen wir ja alles nicht, aber wir können 2 gelbe Karten reinnehmen. Dann lasse ich doch die Produktion hier drin. Tja, und dann... Zweite Karte. Kämpfen gerade nicht gegen Barbaren. Das ist jetzt schwer. Ob wir wirklich nur die Handwerkerkarte reinnehmen dann oder die Siedlerkarte schon mal. Da machen wir das so rum und dann ist, können wir dann, sobald Händler und heilige Städte da sind, die Handwerker, die Siedler bauen in beiden Städten. Die haben wir schon angebaut, hier auch. Verzichten wir erstmal auf die Handwerker weiter. Können wir auch mal zwischendurch einen kaufen. Wie teuer ist denn ein Siedler? 440. Aber wir könnten jetzt hier auch einfach mal einen Handwerker kaufen. Dann machen wir das jetzt. Der hat jetzt 4 Aktionen, weil Liang dafür sorgt, wenn sie etabliert ist, schon in der Grundbeförderung, dass hier eine Aktion mehr für den Handwerker rausspringt. Da kann ja der Handwerker doch noch ein bisschen mitscouten. Vielleicht der kann er ja an Land ziehen und sogar leeren Licht. Vielleicht kann er noch ein Donusdorf finden. So, hier geht's weiter. Und der sorgt jetzt erstmal für den nächsten. Für das, die erste Meeresressource, die wir anschließen, und könnte dann hier noch ein paar Minen bauen. 3 Stück insgesamt hier. Wow. Ja, 5 Runden ist das fertig. Okay. Oh, und der Portugiese mag uns anscheinend ein bisschen besser. Das ist ja toll. In Anshan gibt es gar keine Quest. Könnte es nicht mehr erfüllen, irgendeine Eingebung oder so, haben wir schon längst erforscht. Na gut, also wir machen Fortschritte. Wir machen Fortschritte. Gleich können wir die Religion gründen in 5 Runden. Wir sind da nicht die Ersten. Eine Religion wurde schon gegründet, nämlich von den Schotten. Die Watts können wir nicht mehr bauen. Würde uns Wissenschaft bringen, da hinken wir total hinterher. 75 an Wissenschaftlern, der ist ja unfassbar. Wow. Okay, zweite Religion kommt wahrscheinlich gleich von Ramses, war es, glaube ich, oder war es der Portugiese, der auch hier Punkte gesammelt hat. Die Ägypter waren es, glaube ich, ja. Der hatte hier schon gerade viel mehr Punkte. Da wird es gleich die nächste Religion geben und ja, Pferdchen könnten wir noch einmal verkaufen. Weil die haben genau 20, alle haben 20. Wer bietet denn jetzt am meisten, wenn ich hier sage 20 Pferdchen? Wer bietet 5? Johann bietet 4. Und Ramses 5. Gut, beide sind befreundet. Dann schenken wir ihm doch einfach mal. Also schenken nicht, aber wir holen uns mal 20 Pferde. Der
kann uns gar nicht bezahlen. Er hat nicht genug Geld. Gut, dann Kommando zurück. Dann doch dem Schotten. Kannst du uns denn für 20 Pferde einen ordentlichen Preis geben? Ich hoffe doch, ne? 5 pro Runde. Ja, machen wir. Wir sammeln fleißig weiter die Pferde, die genau unter unserer Stadt gespawnt sind. Deswegen auch ohne, dass der Handwerker hier eine Weide dort errichtet hat, kriegen wir die ganzen runden Pferde. Ansonsten sind wirklich auf der breiten der ganzen Karte hier noch keine Pferde zu erkennen. Die Gegner haben anscheinend auch keine. Ja, immerhin was. Gut, in 13 Runden, hoffentlich ein bisschen früher, wenn wir noch einen Stadtstaat treffen, können wir diese neuen Regierungsform hier haben. Und wie gesagt, ein Militärplatz wird dank Hedwig immer in einen Jokerplatz umgewandelt. Das wird uns hoffentlich helfen. Sind wir ein bisschen, ja, können wir ein bisschen mehr ja, die Karten noch ein bisschen umtauschen. Ja, wir bauen erstmal noch einen Händler, gleich noch ein paar Siedler als nächstes für die nächsten Städte, um hier ein bisschen zu expandieren. 1, 2 und 3. Und dann sehen wir mal weiter und versuchen dann mal den Rückstand hier aufzuholen. Bis zum nächsten Mal.